Chadis Alhambra erreicht man am besten mit dem fliegenden Teppich. Ich werde den Jungen heute verzaubert. Mit arabisch-libanesischen Leckereien. Optisch ja wohl totschick, ne? Auch wirklich so eine Geschmacksexplosion. Wow. Doch die Konkurrenten können auch anders. Ich finde es halt einfach ein bisschen zu viel Minze. Ja. Dafür, dass da so viele Gewürze drin sind, schmecke ich tatsächlich relativ wenig. Und ist ja schlimm. Warum? Ich weiß nicht, warum, er hat nicht gegessen. Schade. Das tut weh, klar. Fällt Chadis Alhambra durch? Lübeck, das Tor zum Norden. Heute docken wir bei Herausforderer Nummer 4 an. Aktueller Stand der Dinge: Die Niendorfer Strandküche hat mit 38 Punkten die bislang höchsten Wellen geschlagen. Was gibt es nach einem strapaziösen Einkauf Schöneres als leckere Falafeln? Ach so, nach oben. Nach oben wurde mir gesagt, ne? Der Chadi ist hier wirklich mittendrin im Citypark, Leute. Das ist ja mal cool. Haben wir auch nicht so oft, ne? Übrigens, libanesische Küche, ja. Alhambra heißt das Restaurant. Und das hat mit andalusischer Küche zu tun. Jetzt weiß ich nicht genau, wie man die libanesische Küche mit der Küche Andalusiens verknüpft. Das soll er uns mal erzählen. Da steckt sicherlich Geschichtliches dahinter. So, Regie, wo lang jetzt? Rechts oder links? Da? Das Alhambra residiert seit 2016 im Lübecker Citypark. Und die Sache mit dem Namen? Der Name ist ein bisschen so, jede Frage, kommst du aus Spanien? Das, nein, ich komme aus Libanon. Wir haben auch die Straße in Beirut, heißt auch Alhambra. Aber damals der orientalische Küche war auch in Andalus. Und da habe ich versucht, die beiden Küche gemischt zu machen. Und was genau macht den Unterschied der zwei Landesküchen aus? Mein Essen ist ein bisschen, unsere Libanese ist ein bisschen ohne Soße, nicht so wie Deutsche hier. Das habe ich versucht, ein bisschen so mit Spanischer, wie Tapis und Tipas und sowas. Und habe ich ein bisschen dazu hier rein, damit das die Gäste ein bisschen angenehm ist. Ja, ich verstehe das. Der Zugang der andalusischen oder spanischen Küche in seiner libanesischen Küche sind dann, weil der Deutsche so das Dippen von Soßen liebt, wollte aber keine deutsche Cocktailsoße anbieten, sondern so Tapenaden etc., so aiolische. Und das macht er dann in kleine Schälchen. Und somit ist das ein bisschen der Spagat. Aber gelingt der Spagat auch? Hast du ihn schon gesehen? Ja, habe ich ihn gesehen. Hi. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Man geht an die Theke, man bestellt. Richtig. Oder? Selbstbedienung hier. Und ja, das wird hier aufgerufen, wann der Essen fertig ist. Ja. Da kommt der Gast, ein bisschen viel zu tun. Der bringt das selber. Tatsächlich. Okay. Eins muss ich euch schon sagen, wir reden hier schon von einem System, also Systemgastronomie oder Konzeptgastronomie. Das darf man nicht unterschätzen. Da werden übrigens die nächsten 10 Jahre auf uns unfassbare Konzepte zukommen. Und von daher muss das hier in den Wettkampf eingebaut werden. Und das werden wir aus meiner Sicht häufiger sehen. Und ja, saumodern. Ne? Also ja, ich sag, du bist am Puls der Zeit. Ne? Was kriege ich denn? So, wir haben eine schöne hier Spezialität. Tau, das ist unser libanesischer Hähnchenbrust. Hähnchenbrust vom Grill mit Auberginenmus, Salat und Knoblauchcreme, dazu Pommes oder Safranreis. Richtig. Das ist meins. Das ist für Sie. Und wo machen wir? Wo produzieren wir? So, wir machen hier vorne. Wir produzieren hier? Ja, alles ihr hier vorne. Ihr produziert immer hier? Ich habe gerne Küche. Das wird spaßig. Kochst du noch selber? Machst ich mache selber mit mir? Auch, der Chef auch dabei. Wir drei machen das. Genau. Ja, geil, dann freue ich mich. Ich ziehe mich immer ein bisschen um, damit ich nicht rausfliege. In der Küche hat Chadis bester Freund Mohammed das Sagen. Hi, hallo, hallo, hallo. Jetzt erzähl mal. Also das Gericht, habe ich das vorhin richtig ausgemacht? Tauk. Tauk ist ein Hähnchenbrustfilet. Okay, das ist das, was du jetzt gerade machst. Okay, cool. Nächster Schritt ist marinieren. Marinade. Jawohl, los geht's. Kardamom. Kurkuma. Bisschen Kurkuma. So. Ja, was machst du da? Eine schöne frische Ingwer. Paprika. Komm, der Kreuzkümmel. Tomatenmark. Limette. Und ein bisschen und Schale. Heißer Pfeffer und ein Lorbeerblatt. Und das ist alles? Da kommt noch was. Da kommt noch. Also der Chadi kann schon noch kochen. Ja, ja. Schon noch. Ich mag gerne kochen und ich muss immer selber machen. Also bei jeder Zutaten, bei jedem Gericht, ich muss immer am Ende meine Finger rein, damit da bleibt immer diese Atmosphäre. Wenn da mal der Baum brennt, der kann alles selber mitmachen, das sieht man. Nach dem Vermengen ziehen Fleisch und Marinade 24 Stunden durch. Wenn die Hähnchen übernachten, dann wird es richtig gut. Okay, so, zeig mal her. Das heißt, das haben wir à la minute gemacht. Und das andere, also am Morgen, machen wir immer einen Tag vorher. Und das sieht so aus. Okay.
Das heißt, wir essen ja den da, ne? Weil das soll ja marinieren, oder? Ja. Willst du den nehmen, das fairerweise? Wir sind, können wir diese sind beide frisch. Ich habe 10 Punkte im Gepäck. Ja, das wäre schade, ne? Ich würde hier keine Punkte verschenken, ne? Klare Kiste. Mike nimmt natürlich das eingelegte Hähnchen vom Vortag. Das ist mein Spieß. Der kommt nachher auf den Grill. Gibt es noch, was ihr mir zeigen wollt? Da kommt jetzt gleich die Knoblauchcreme ohne Mayonnaise. Mit Milch dann, wie die Spanier. Nein. Auch nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Zubereitet wird Shadis Knoblauchcreme in seiner Vorbereitungsküche. Was ist das hier? Ach so, das ist so ein bisschen Spülküche. Okay, es findet eigentlich alles hier. Nur hier. Ab hier mit Vorbereitung statt. Genau, richtig. Das ist nicht ohne. Ja. Ihr macht doch bestimmt Caterings und sowas, oder? Bis 200 Gäste. Das macht ihr da? Genau. Und die zwei Tische, das war's. Die Vorbereitung wird hier gemacht. Weniger Geräte, Handarbeit. Das ist jetzt nicht ohne, ne? Also für 200 Leute Catering auf dem Tisch und vorne vor den Gästen im Stoßgeschäft. Boah, da muss hier der Handgriff sitzen. Und jetzt widmen wir uns bitte Shadis Knoblauchcreme. Das ist jetzt was? Knoblauchcreme. Knoblauchcreme, richtig. So, und was nehmt ihr? Da haben wir Speisestärke. Das wird gekocht und dann wird ein bisschen abgekühlt. Wie, Speisestärke gekocht? Richtig. Ganz normal gekocht. Mit Wasser. Und dann wird abgekühlt. Dann ist komplett kalt. Wie schaut das aus? Kann man mit dem Löffel oder du hast ja Handschuhe an? Wie schaut sowas aus? So was. Das ist nicht. Ach, da wirklich jetzt? Und dann machen wir daraus einen Knoblauch. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Der hält 2 Wochen. Also. Ohne Eier, ohne Mehl. Das ist stark. Also das heißt, noch einmal, ich nehme eine Speisestärke, egal ob Mais- oder Kartoffelstärke. Das rühre ich auf mit Wasser, wie ich das schon kenne. Das Ganze wird aber gekocht, ausgekühlt und dann wird das zu so einem Gelee-Block. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Jetzt geht Knoblauch rein. Richtig, da kommt noch dazu die Zitronensäure. Macht man beim Backen auch gerne mal dazu, ne? Okay. Fehlen noch Salz, Zitronensaft und Weinessig. Das mixt jetzt? Genau. Jetzt muss wir mit Öl aufmontiert. Mit einem Pflanzenöl? Pflanzenöl. Oder Sonnenblumenöl. Okay. Halbe Liter. Am Ende, am Schluss, wird eine schöne Olivenöl. Okay. Und immer nach und nach gießen. Ja, damit das, also wie bei einer normalen Mayonnaise, sonst trennt. Oder beim Sahneschlagen oder so. Stark, stark. Diese Art von Knoblauchsoße. Stark. Du machst das Ding cremig. Dann kann ich ja wieder zur Bohrung mit rausgehen. Sehr gerne. Auch der orientalische Klassiker Baba Ganoush kommt auf Mikes Teller. So, Baba Ganoush, das ist ja ein geiler Klassiker. Ne? Den nenne ich jetzt schon Klassiker, weil das ist eine Aubergine, die im Backrohr oder über Feuer ganz weich gemacht wird. Haut kommt weg. Jawohl. Und dann kommen die anderen Zutaten dazu. Also wer das noch nicht ausprobiert hat, Leute, Baba Ganoush ist ein Muss. Auch für die, die keine Aubergine mögen. Zur gehackten Aubergine gesellen sich rote Paprika und natürlich Petersilie. Komm, ich kenne da jemanden, der würzt so mit Salz. Genau, salzige bin ich. Was machst du? Joghurt, wie viel? Genau, 2 Löffel. Zweieinhalb. Ja. So was das Gefühl einem gerade sagt, oder? Ja. So, hey, warte. Ich habe hier aber. Das ist jetzt Sesam. Oh, aber ordentlich. Ja, aber wie? Alter Schwede, ne? Ganz schön viel Sesampaste, also für mich jetzt. Das halten wir jetzt mal fest, hier, was da drin ist. Wir haben Aubergine gegart, wir haben Petersilie, wir haben Paprika, wir haben Tahin und wir haben? 1 Zehntel Knoblauch. Natürlich, darf ja nicht fehlen, ne? So, jetzt weiß jeder, ne? Das gehört dazu. Jetzt weiß jeder. Das gehört dazu. So, mischen wir es durch. Ich fange an mit Grillen. Okay, alles klar. Ich will jetzt auch noch ein bisschen überraschen. Ein bisschen überraschen, genau. Oder? Ein bisschen überraschen. Langsam, wir sind fertig. Nehmen Sie gerne Platz. Erstes Fazit mal, der Shadi ist auf jeden Fall ein Arbeiter. Ne? Alles, was der bis jetzt geschaffen hat, hat er aufgrund seines Fleißes gemacht. Das weiß ich jetzt schon. Ne? Bin ich begeistert. Und eins ist auch klar, die Frische wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Der Küchenchef gefällt mir auch sehr gut. Also im ersten Moment sage ich, toll. Ob die Begeisterung anhält? Bitte, Mike, dein Hühnchenschaschlik Shishtauk. So sieht das aus. Hammer. Jetzt wirklich, bitte ehrlich sein. Macht es immer so schön? Immer schön, aber natürlich auf den Teller, weil der wird mittagtisch. Das Ganze wird als, ne? Okay. Aber wird als Menü oder Catering, das wird so anbieten. Normalerweise ist es ein bisschen Schwierigkeit, weil bei Mittagtisch ein bisschen viel zu tun. Aber das wird nur bei Hochzeit oder Geburtstag oder bei einem Tisch reserviert.
anbieten mit Hauseplatte. Okay, noch einmal zum Verständnis. Wenn man dieses Gericht bestellt, bekommt man das auch, aber nicht auf dem Holzbrett. Das ist eher, wenn ein Tisch reserviert wird, wenn man weiß, dass eine Gruppe kommt. Von daher geht das für mich durch. Und wie schmeckt? Mein Auge ist als erstes höchst erfreut gewesen. Schaut toll aus. Die Hähnchenbrust ist wirklich euch gut gelungen. Ne? Ist immer noch schön feucht. Ne? Ist wirklich richtig saftig. Das ist unsere Knoblauchcreme. Ja. Knoblauch. Schön, diese Frische ist super. Baba Ganoush. Wow. Dann haben wir ein schönes Fladenbrot. Wow. Auch das schmeckt sehr gut. Ist da irgendwie ein Sirup drauf? Die Granatapfelsirup. Schon, ne? Ja. Ich denke jetzt die ganze Zeit, was ist denn das? Das ist Dressing für den Fatoussalat. Ist wirklich so, mir hat die Hand geklebt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So ein Feuchttuch oder sowas oder irgendwie eine Fingerbowle ist vielleicht nicht typisch, fände ich aber gut. Kann ich machen. Nicht jetzt. Okay. Für einen Hauptwettkampf auch, ne? Jetzt passe ich ein bisschen auf. Fischtüste ist unnötig, weil mein Essen ist immer sauber. Und gibt es keine Fritteuse oder mit Hähnchenbrust oder so? Ich glaube, das hast du jetzt missverstanden, Charlie, oder? Mir ging es darum, dass ich durch das Sirup vom Anfassen die ganze linke Hand hat auf einmal die ganze Zeit geklebt. Mehr habe ich eh nichts zu sagen gehabt. Lecker. Ich esse das. Danke. Danke. Sehr gut. Dann wird weiter. Ja, mach ich. Danke. Ich bin stolz auf mein Essen und ich bin sprachlos einfach. Das letzte Wort gehört dir, Mike. Ja, was soll ich euch sagen? Bei uns im Wettbewerb geht es ja darum, unabhängig zu erkennen, war es gut, hat es geschmeckt, ist es richtig geil. Ich kann euch sagen, es war eine Explosion. Jeder Dip, der Salat, eine knackige Frische, also wirklich gut. Das Hühnerbrustchen saftig. Hühnerbrust ist ganz oft trocken, spitzenmäßig. Also wirklich, die klingeln an der obersten Etage für mich. Da hat es auch richtig bei mir, schmeckt es immer noch. Besser geht's nicht. So, morgen haben wir den letzten Tag und ich mache euch schick. Ich habe mit dem Handy an und habe meinen Friseur gesucht. Einmal fesch machen. War echt gut.